Ja, und weiter geht's. Wir haben jetzt schon mal geklärt, wie die Leiche vom inneren Tempel über die Delmer Brücke gelangen konnte. Aber was hilft uns das jetzt? Beeindruckende Schlusswirkung, Marguerite! Äußerst Ich dachte mir, dieser kalte Kaffee würde Ihnen helfen, sich wieder abzukühlen. Was soll das bedeuten, Herr Gordo? Das war eine dunkle und bittere Vermutung, die Sie da geäußert haben, Brett. Aber Sie haben eine Sache dabei vergessen. Und was wäre das bitte? Das Aroma. Was? Der zuverlässigste Helfer des Kaffees ist ein tiefes und volles Aroma. Der Rest des Gerichts spricht kein Kaffeeisch. Würden Sie das bitte erklären? Wenn der Täter die Leiche so auf die arme Seite geschickt haben sollte, wie Sie sagen, dann muss natürlich ein Helfer von Auffangen auf der anderen Seite warten. Sie meinen also einen Komplizen! Der Täter war nicht in der Lage, die Dämmerbrücke zu überqueren. Wer hat die Leiche also in Empfang genommen? Was hat sie dazu zu sagen, Brett? Gordo hat recht! Es kann nicht in der Tat eines Einzelnen gewesen sein! Nun, Herr Wright, Sie wissen, was Sie zu tun haben! Ja, Euer Ehren. Ohne einen Komplizen kann die Leiche nicht bis zum Hasakura-Tempel gekommen sein. Ist gut! Darf ich bitten, Herr Wright? Welche Person hat die Leiche auf der Seite des Hasakura-Tempels in Empfang genommen? Nun ja. Wir wissen ja schon mal, dass beide Schwestern Dalia und Iris darin involviert sind. Eine wurde da gesehen, die andere auf der anderen Seite. Und auf der Seite, wo der Hasakura-Tempel ist, war Iris. Das können nur Sie gewesen sein, Schwester Iris. Aber ich... Ich verstehe nicht, warum Sie so überrascht sind. Von der Dämmerbrücke konnte die Leiche nur mit Hilfe des Schneemobils befördert werden. Aber mit Ihrem schlechten Rücken konnte Schwester Bikini so etwas Schweres nicht heben. Sie sind die Einzige, die das geschafft haben kann. Breit, haben Sie der Aussage der Zeuginnen zugehört? In der Mordnacht war diese süße kleine Zuckerschnecke beim Aufräumen im Garten des inneren Tempels nach der Mutter-Tochter-Blutbad. Das habe ich nicht vergessen. Aber Sie vielleicht, Herr Godo. Diese Zeugin ist auch im Hasakura-Tempel gesehen worden, als sie die Leiche des Opfers entehrte. Wirklich seltsam! Fast als ob die Angeklagte in jener Nacht an zwei verschiedenen Orten gleichzeitig war! Du hast es auf den Punkt gebracht, Richter. Gut gemacht. Schwester Iris, ich möchte Sie etwas fragen. Warum haben Sie das nicht schon bei Ihrer ersten Aussage erwähnt? Was erwähnt? Die Sache mit dem Pendel natürlich. Anhand dieses Bildes, das von einem Augenzeugen angefertigt wurde, konnte ich beweisen, wie die Leiche trotz abgebrannter Brücke befördert wurde. Das heißt, dass es tatsächlich passiert ist und Sie davon hätten wissen müssen. Nein, ich hatte keine Ahnung. Ich habe nichts von einem Pendel gewusst. Aber die Leiche hätte ohne Ihre Hilfe nicht auf die andere Seite gelangen können. Also hätten Sie davon wissen müssen. Es ist völlig unmöglich, dass Sie von den ganzen Sachen nichts mitbekommen haben. Es sei denn, Sie sind nicht wirklich die Iris, für die wir Sie halten. Was? Wie können Sie so etwas sagen, Herr Wright? Was für ein Schwachsinn ist das denn schon wieder? Sie behaupten, diese Zeugin ist nicht Iris vom Hasakura-Tempel! Meinen Sie das ernst, Brett? Sie denken also, diese Frau ist... Niemand anderes außer Iris hätte an jenem Abend die Leiche empfangen können. Jetzt verstehe ich. Jetzt weiß ich, warum mir bei der Verhandlung so schlecht war. Warum sich ihr ganzes Verhalten seit gestern so plötzlich verändert hat.
und warum sie versucht, Maya diesen Mord anzuhängen. Die Frau, die hier im Zeugenstand steht, ihr richtiger Name lautet... Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihren Namen noch einmal aussprechen müsste. Geschweige denn, dass ich sie noch einmal sehen würde. Lange nicht gesehen, Dahlia Hawthorne. Hawthorne? Schwester Iris hatte eine Zwillingsschwester. Und sie steht hier vor ihnen, Frau Dahlia Hawthorne. Bei dem Namen klingelt was! Es war sehr weit weg, aber es klingelt immerhin! Ha! Das ist nur ihre Einbildung, OP. Diese Akte enthält alle wichtigen Daten über Dahlia Hathor. Ja, jetzt erinnere ich mich! Dieser Fall! Vor 5 Jahren! Ich heiße Dahlia Hathor. Ich möchte nur sagen, es ist mir eine Ehre, in ihrer edlen Gesellschaft zu sein. Die Ehre ist auf meiner Seite! Oh, die Ehre ist auf meiner Seite! Aber laut den Daten hier ist Dahlia Hawthorne bereits tot! Hier steht, dass ihre Hinrichtung letzten Monat erfolgt ist! Und? Der Tod an diesem Gerichtssaal keine Bedeutung. Was? Godo hat so recht. Wenn es um die Kuraina Beschwörungstechnik geht, dann hat der Tod überhaupt keinen Sinn. Aber er hat gesagt vom Gericht aus. Aber auch von der Technik. Zitronenbonbon-Ruhe! Warten Sie! Wie können Sie nur? Meine Schwester, sie ist schon tot. Was sind Sie für ein... Also, Sie sollten das eigentlich verstehen, denn... Das Blut der Meisterin der Kuraina Beschwörungstechnik fließt in ihren Körper. Kuraina Beschwörungstechnik? Wo habe ich das schon einmal gehört? Das ist richtig. Sie sind nicht Dahlia Hawthorne selbst. Sie sind Dahlias Geist, der im Augenblick den Körper eines Mediums benutzt. Was für eine aufregende Geschichte. Aufregend, aber völlig unmöglich. Sie erwarten, dass wir glauben, dass Dahlia Hawthorne zufällig von jemandem am Mordabend in dem Tempel beschworen wurde, in dem ihre Zwillingsschwester Iris war. Nun, wenn Sie die Dinge so darstellen wollen, dann ja. Wir sollen Ihnen glauben, dass ein solcher Zufall passieren... Natürlich war das kein Zufall. Das Ganze war von Anfang an Teil eines bestimmten Plans. Da steht alles hier in dieser Anweisung. Was ist das? Diese Anweisung stammt von ihrer Mutter, Morgan Fay. Und ein Teil des Plans sieht vor, Dahlia Hawthorne zu beschwören. An jenem Abend gab es Iris im Hasakura-Tempel zweimal. Zweimal? Sogar die Zeit der Beschwörung war geplant. Sobald du die Abendglocke hörst, mit anderen Worten 22 Uhr. Iris ist jedoch vor dem Abendessen gesehen worden. So ist die Iris, die beim Abendessen war! War die echte Iris! Und die Iris, die mir in der Haupthalle dieser Haube gab, war auch die echte Iris. Das heißt, die Iris, die Schwester Bikini beim inneren Tempel sah, war jemand, der sich für Iris ausgegeben hat, nämlich Dahlia Hawthorne. Wissen Sie eigentlich, was Sie da sagen, Breit? Diese ganze Sache mit Dahlia Hawthorns Geist zu beschwören. Ja, es stimmt schon, dass die Pläne gefunden haben, in dem so etwas steht. Aber es gibt eine Sache, die völlig klar ist. Die Zeugin, die gerade im Zeugenstand steht, ist die echte Iris. Was? Woher willst du das wissen? Beruhigen Sie sich und erinnern Sie sich, was Sie über den Mordabend wissen. Nachdem die Beschworene Dahlia Hawthorne Schwester Bikini getroffen hatte, hätte sie wegen des Blitzeinschlags im inneren Tempel festsitzen müssen.
Die Leiche wurde erst später durch die Pendelbewegung rübergeschwungen. Das ist richtig. Natürlich würde das heißen, dass die Iris, die Leiche in Empfang genommen hat, die echte Iris war. Können Sie mir soweit folgen? Ja. Als die Polizei verständigt war, kam sie zur Haupthalle des Hasakura-Tempels. Dort wurde Iris von der Polizei in ihrem Zimmer vorgefunden und festgenommen. Und seitdem steht sie in der Strafanstalt unter polizeilicher Aufsicht. Ja, das stimmt schon. Daran lässt sich nichts abstreiten. Oh, Gott sei Dank. Sieht so aus, als wäre es endlich überzeugt. Aber trotzdem stimmt etwas nicht. Überhaupt nicht. Ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass die Iris hier von der jener Nacht ist. Ha, liege ich richtig in der Annahme, dass sie gleich etwas Lächerliches sagen werden. Zum Beispiel, dass die echte Iris und der Geist von Dahlia irgendwie die Plätze getauscht haben. Plätze getauscht haben! Natürlich, als Zwillinge können sie das ja gut. Ehrlich gesagt, gibt es hier noch einige Dinge, die ich nicht verstehe. Aber ich weiß, dass wir mit der Verhandlung erst fortfahren, wenn die Identität der Zeugin bewiesen ist. Iris hat nicht die nötigen spirituellen Fähigkeiten, um Dahlia zu beschwören. Was heißt, dass sie irgendwie ihre Plätze getauscht haben müssen. Nun, alright. Seit sie im Hasakura-Tempel festgenommen wurde, gab es da etwa eine Gelegenheit, die Plätze mit Dahlia Hata zu tauschen? Na, damit fallen wir jetzt einer bestimmten Person in den Rücken, aber es muss raus. Euer Ehren, ich denke, dass es eine Gelegenheit gegeben haben könnte. Oh, dann erklären Sie mal! Gestern gab es ein paar Minuten, in denen Iris Aufenthaltsort unbekannt war. Unbekannt? Was meinen Sie damit? Was ich damit meine? Nun, es gab eine kurze Zeitspanne, in der sich Iris frei und unbewacht bewegen konnte. Nun, wer war das? Wer würde einen Mordverdächtigen gewähren, sich einfach frei zu bewegen? Tut mir leid. Ich weiß, dass es keine Absicht war. Es war nicht deine Schuld. Die Person, die Iris die Gelegenheit gab, sich frei zu bewegen, war... Tut mir leid, Edgeworth. Das ist... Herr Edgeworth, nicht wahr? Euer Ehren, gestern gab es doch ein ziemlich schweres Erdbeben, oder nicht? Ein Erdbeben? Erdbeben? Ach du meine Güte, der innere Tempel. Bei so einem starken Beben könnte er... Wie konnte ich nur? Sie ist geflohen. Sie ist entkommen. Wir sind sofort zum inneren Tempel gegangen. Und es stimmt, Iris war schon dort. Aber sie müssen zu diesem Zeitpunkt bereits die Plätze getauscht haben. Als ich beim Trainingsraum ankam, erwartete mich niemand anderes als Dahlia Hawthorne. Das reicht jetzt, Herr White! Jetzt hören Sie mal genau zu! Kein Richter würde beim klaren Verstand die Beschwörung von Geistern berücksichtigen! Schweigen Sie. Es ist lange her, Herr Richter. Diese Stimme! Ich denke, dann müssen Sie sich noch einmal fragen. Wenn man einer hübschen Dame begegnet, fragt man sie nach ihrem Namen und Beruf. Das ist eine meiner Regeln. Dahlia Hawthorne. Und mein derzeitiger Beruf? Für immer im Ruhestand. Sie wollen ihre Identität also nicht länger geheim halten, wie? Warum sollte ich? Schließlich bin ich ja tot. Es gibt wirklich nichts, womit sie mich bestrafen können. Boah. Jetzt zeigt sie wirklich mal, wie diabolisch sie ist, diese Kuh. Was geht hier vor? Dahlia Hawthorne. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch einmal so begegnen würden.
Aber diesmal werde ich es beenden. Für sie und für mich. Oh ja, das werden wir. Dahlia, jetzt kriegst du dein blaues Wunder zu spüren für das, was du alles angestellt hast. Ganz ehrlich, Tod ist nicht genug, um zu bestrafen, was du angestellt hast. So. 10. Februar, 13.06 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 7. Also gut, machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. In Ordnung. Nun, Zeugin. Ja, was kann ich für Sie tun, Herr Richter? Nun, wenn wir die Wahrheit erfahren wollen, müssen wir anscheinend Ihre Aussage hören. Damit habe ich kein Problem. Aber wenn man gesehen hat, was ich gesehen habe, lässt man die Wahrheit lieber ruhen. Lassen Sie uns auf jeden Fall Ihre Aussage hören! Erzählen Sie uns von dem Plan, den in jener Nacht umgesetzt wurde! Interessant, dass wir Dahlia wieder ins Kreuzverhör nehmen können. Der Plan begann mit meinem Tod. Morgenfels dummer Plan, um ihre Tochter als nächste Meisterin einsetzen zu können. Damit er aber funktioniert, würde Maya Fey erst sterben müssen. Der Plan sah vor, dass ich Maya umbringen und den Mord dann Iris anhänge. Der Plan ging schief. Aber es hat anscheinend trotzdem funktioniert. Du siehst also, sie sind wirklich... Sekunde mal! Haben Sie gerade gesagt, dass der Plan vorsah, Maya Fey umzubringen? Ja, haben Sie ein Problem damit? Ersparen Sie uns diesen Unsinn! Es kann nicht sein! Passen Sie auf, bereit! Wenn Sie ein Problem haben, lösen Sie es beim Kreuzverhör. Das ist meine Regel. Herr Böhme hat recht! Außerdem, es ist auch meine Regel! Maya umzubringen? Kann das wahr sein? Kreuzverhör. Der Plan. Diese... I hate her. Hier kann man jetzt erstmal nichts anderes machen, als alles anzugreifen. Sie sind letzten Monat hingerichtet worden, richtig? Ja, ich bin erhängt worden. Das war nicht wirklich angenehm. Wie haben Sie es geschafft, den Plan zu besprechen? Wann haben Sie mit Morgan Fay gesprochen? Letztes Jahr wurde sie in meine Strafanstalt verlegt. Da ich mich in der Todeszelle befand und sie meine Mutter war, war es ziemlich einfach, sich mit ihr zu treffen. Verstehe! Da haben Sie also den Plan besprochen! Ha. Sind Sie verrückt? Am Anfang hatte diese Frau vor, auch mich umzubringen. Obwohl ich ihre eigene Tochter bin. Alles nur, damit Pearl Fay die Meisterin von Kurain wird? Sie ist eine kaltherzige, verbitterte Frau. Sie dachte, sie könnte ihre verlorene Ehre wiederherstellen. Denn ihre jüngere Schwester, Misty, hat ihren Platz als Meisterin eingenommen. Seit jenem Tag hat sie an diesem Plan gearbeitet. Mein Plan! Stelle ich mir auch nicht angenehm vor, erhängt zu werden. Sie reden von Pearl Fay, ist das richtig? Ja, obwohl sie anfangs große Hoffnung auf uns beide gesetzt hatte. Auf sie und ihre Zwillingsschwester Iris. Das ist richtig. Leider hatte keiner von uns beiden große spirituellen Fähigkeiten. Deshalb sind wir von ihr verlassen worden. Wie unser Vater auch. Verlassen! Die einzige Person, die mir im Leben wirklich wichtig war, war ich selbst. Meine Schwester war eine Plage und ich überredete Vater, sie in einen Tempel zu bringen. Sie meinen Iris? Ja, mein Vater heiratete eine Frau, die auch eine Tochter hatte. Je weniger Kinder da sind, desto mehr Geld bleibt für den Rest übrig, richtig? Und außerdem hatte mein Vater generell einfach kein Interesse an Kindern. Wie schrecklich! Ja, wie schrecklich, dass Dahlia so selbstsüchtig und gierig nach Geld und Macht ist.
Das wirklich Schreckliche war, diese Frau. Diese verbitterte, rachsüchtige Frau. Durch ihre Hartnäckigkeit brachten wir dieses Kind zur Welt. Pearl Fay. Sie wurde mit einer Fülle an spirituellen Fähigkeiten geboren. Zu ihrem Unglück. Morgan Fay übertrug all ihre unerfüllten Hoffnungen und Träume auf das arme Kind. Alles nur wegen ihres Traumes, dass ihre Blutlinie zur Hauptfamilie werden würde. Maya sollte sterben? Aber warum? Damit unsere Blutlinie als Hauptfamilie folgt und Pearl die neue Meisterin wird, musste die Nachfahren der gegenwärtigen Meisterin beseitigt werden. Aber Pearl würde einem solchen Plan niemals zustimmen! Sie himmelt Maya an! Wie traurig. Sie haben es immer noch nicht kapiert, oder? Was Pearl wollte, war vollkommen irrelevant. Pearl war morgen völlig egal. Ihr ging es nur um die Position der Meisterin. Das ist alles. Das ist lächerlich! Sie war bereit, alles und jeden zu opfern, um ihr Ziel zu erreichen. Das Leben ihrer Tochter und natürlich auch das von Maya Fay. Wie kann jemand so etwas nur tun? Der Plan... Ja, warum lese ich das nochmal? Sie? Sie wollten Maya umbringen? Pearl brauchte nichts davon zu wissen. Sie sollte nur den Anweisungen im Brief folgen und mich beschwören. Und dann hätte ich einfach ihren Körper benutzt und die Arbeit erledigt. Denn schließlich bin ich bereits tot und sie hätten mir nichts anhaben können. Also war der Plan, das Verbrechen ihrer Schwester anzuhängen. Schwester Iris aus dem Hasakura-Tempel. Sie und ich sehen uns absolut gleich aus. Niemand kann uns auseinanderhalten. Hätte jemand beobachtet, wie ich Maya umbringe, dann hätten natürlich alle gedacht, es wäre Iris gewesen. Und die Zeugin in diesem Fall war die Äbtin, Schwester Bikini. Ich hätte niemals gedacht, dass die an jenem Abend zum Hasakura-Tempel zurückkommt. Aber sie hat die Tat von Iris trotzdem gesehen. Warum wolltest du den Mord denn überhaupt Iris anhängen? Schließlich ist sie doch ihre Zwillingsschwester, oder? Zwillingsschwester? Das ist durch Lache. Sie ist nichts weiter als eine Verräterin. Sie ist mir völlig gleichgültig. Verräterin? Jetzt geht das schon wieder los. Sie verstehen das nicht. Das werden sie niemals. Jedenfalls... Klingt irgendwie paradox. Sie denken also, der Plan war erfolgreich? Sie haben richtig gehört. Ganz wie diese Frau gehofft hatte. Ist Maya Fay tot. Jetzt wird der Titel der Meisterin an Pearl Fay weitergegeben. Das ist absurd! Maya ist nur... Sie ist nur gefangen! Gefangen im Inneren des heiligen Gewölbes! Wirklich? Ganz der törichte Optimist, so wie immer, oder, mein lieber Finny? Ja, jetzt kommt sie wieder mit dieser Zuckerpüppchen-Nummer. Ich hasse sie! Wollen Sie die Wahrheit hören? Vom ersten Tag an habe ich sie verachtet. Ihre furchtbare Naivität und ihr armseliger Glaube an andere. Ich würde nur gerne eine Sache wissen. Was haben Sie persönlich von Morgan Fays Plan gehalten? Das habe ich doch schon gesagt, oder? Es war ein dummer Plan. Er erfüllte keinen anderen Zweck, als ihre habgierigen Wünsche zu erfüllen. Ja, das war wirklich nichts, worauf man stolz sein kann. Wenn Sie so darüber denken, warum haben Sie ihr dann bei der Ausführung geholfen? Was ist Ihr Motiv? Warum würden Sie Maya töten? Sie können das vielleicht nicht verstehen, weil Sie so eine nette Seele sind.
Sie würden nicht verstehen, warum jemand wie ich eine solche Frau helfen würde. Dann sagen Sie es mir! Warum? Ist das nicht offensichtlich? Ich bin nicht wie diese Frau. Ich handle nur in meinem Interesse. Der Grund, warum ich ihr geholfen habe, war ich selbst. Für meine persönliche Befriedigung. Was haben Sie gesagt? Diese Frau, Dahlia Hawthorne, hatte also... Sie hat ihren eigenen Grund, Maya tot sehen zu wollen. Verstehen Sie jetzt, warum ich Maya Fey umbringen wollte? Was mein Ziel war? Dieses Ziel werden wir gleich aufdecken. Kurze Pause und dann geht's weiter. Sehr geil.